Leon New Media und Movie Time präsentieren die Störkanal-Reihe. Der 8. Film aus der Störkanal-Reihe heißt Savage, ist eine irische Produktion aus dem Jahre 2009 und ist ab dem 26.11.2010 auf DVD erschienen. Geht 87 Minuten und ist leider nur auf verschiedenen Festivals gelaufen, ansonsten nicht ins deutsche Kino gekommen. Paul führt ein mittelmäßiges Leben als Fotograf. Er kümmert sich als einziger um seinen Vater, der ein Pflegefall ist, und findet die Schwester Michelle begehrenswert. Auf der Straße wird er brutal ins Koma geschlagen und das aus purem Spaß. Als er wieder aufwacht, wurde er kastriert, hat keinen Geschmackssinn mehr, leidet an einem wiederkehrenden Tinnitus und hat Verfolgungsängste. Jeder sagt ihm, es wird alles gut, und auch seine Psychiaterin rät ihn, zu einem Selbstverteidigungskurs zu gehen. Und auch seine körperliche Heilung schreitet weiter voran. Aber in ihm wächst der Hass auf sich selbst, auf seine Umgebung und auf die Menschen auf der Straße. Da stellt sich schnell die Frage, ist seine Rettung abhängig von einem Menschen oder doch nur aus seinem Inneren heraus? Die technischen Details. Das Bild ist recht gut und ansehnlich. Leider gibt es ein paar Unschärfen, die aber bei der Produktion verkraftbar sind. Der Ton ist in 5.1 abgemischt, lässt uns guten Sound hören, und ich empfehle vor allen Dingen die englische Tonspur, denn die tollen irischen Akzenten sind doch sehr hörenswert. Die Extras sind dafür sehr, sehr mau. Außer ein paar Trailer befinden sich nämlich keinerlei Extras dabei, aber die Störkanal-Reihe kommt ja immer mit einem dicken Booklet dazu, und da gibt es ein ausführliches Interview mit dem Regisseur, der übrigens Quentin Meldowney seinen allerersten Langspielfilm hier präsentiert. Savage ist ein Film über Angst, über Hilflosigkeit, Tatenlosigkeit, aber auch über Hass und, wie es der Titel auch schon sagt, über Wut. Paul wird übrigens verkörpert von Darren Helly. In der ersten Einstellung von ihm wirkt er so ein bisschen wie ein junger Mel Gibson im Braveheart, aber das nur so am Rande. Er ist eigentlich ein normaler Mensch, wie jeder andere, aber zeitgleich verkörpert er auch so ein bisschen die Gesellschaft. Er fotografiert lieber zwei prügelnde Menschen, anstatt ihnen zu helfen, und er schaut nach rechts und nach links auf die Straße, doch niemand hilft diesen Leuten, und er denkt sich auch nichts dabei, er greift zum Fotoapparat und drückt nochmal ab und geht dann weiter. Der Vorfall, dem Paul hier passiert, ist natürlich eine Sache, wenn es einem selber passiert, denn dann denkt man anders darüber. Entweder man legt die Schiene an, dass man anderen auch hilft auf der Straße, oder man denkt an die Rache, und das ist natürlich in diesem Film thematisiert. Dabei wird der Film in 4 Kapiteln aufgespaltet. Einmal in dem Kapitel Angst, Kontrolle, Zorn und Rache. Genau diese Stadien macht die Figur Paul durch. Also Angst vor sich selbst und der Umgebung, dabei auch die Kontrolle behalten, über den Zorn zu beherrschen, und dann kommt letztendlich die Rache. Dem Regisseur Muldowney gelingt es dabei, einen Film zu machen, der nicht von der Tat der Rache handelt und sehr blutig ist, sondern von der Entwicklung. Und dass diese Tat fast schon unvermeidlich wirkt, will der Zuschauer eigentlich vergessen und verdrängen. Savage zieht einen förmlich in seinen Bann durch die Nahaufnahmen, die Handkameraarbeit, durch die dunklen Straßen von Dublin, aber auch natürlich über die Musik, die man fast schon manchmal ausblendet aus dem Film. Muldowney wollte auch dabei vor allen Dingen, dass der Zuschauer mitfiebert, und es gelingt ihm fantastisch. Zum Beispiel gibt es einen Tinnitus-Ton, den Paul immer wieder hört, und den hört auch der Zuschauer in voller Lautstärke. Ob der Rachegedanke für einen selber nachvollziehbar ist, muss, glaube ich, jeder selber entscheiden. Doch der Regisseur hält mit diesem Film ein bisschen der Gesellschaft einen Spiegel vor. Hey, so seid ihr, ihr müsst